Und damit willkommen zurück bei Elix. Ich hatte es gewusst, wir haben noch ein Amulett besessen, was das Handwerk hochbringt. Gerade das Buchwurm, nee, Wissenschaftler-Amulett. Und damit konnten wir mit ihr diese eine Option auswählen, mit dem Handwerk. Ja, es kam nur raus, wir können halt selber einen Roboter zusammenbauen. Wir hatten uns eine Festanstellung angeboten, wir haben gesagt, also es hieß zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang müssen wir dann arbeiten. Und unser Hauptcharakter hat einfach gesagt, naja, so richtig ist eigentlich noch nichts für ihn. Ja, damit war die Sache abgegessen. Und haben aber noch 200 Erfahrungen dafür gekriegt. Das finde ich sehr schön. Dafür hat es definitiv gelohnt. Und wir haben danach wieder diese gleiche Quest mit der Stellenausschreibung bekommen. Nun gut, das ist demnach also der gleiche Weg gewesen. Gut. Das würde ich auch beibehalten. Ich habe wieder mein Amulett umgelegt. Ich habe mein Amulett umgelegt, finde ich auch interessant. Mit der Persönlichkeit wird wieder mehr XP für Questbelohnungen bekommen. Okay, und wir haben damit dieses äußere, den äußeren Teil hier eigentlich abgearbeitet. Das ist eine Wache. Hier ist ein Lager. Dürfen wir in das Lager rein? Der in mir hat gerade Lust zu klauen. Schauen wir mal. Hallo? Hallo? Okay. Das sind ja echt tolle Wachen. Sollte nicht das Lager bewachen? Nun gut. Wahrscheinlich kam diese auch nicht mehr aus der Kuppel so leicht raus, wegen wurde jede Wache genommen, die es gab. Ein Tablett oben, ein Schlafsack und Bier. Das Schild tut schon wieder. Oh Gott, muss ich wieder dran denken, es war was. This side up. Achso, diese Seite soll oben sein. Alles klar. Ab. Sehr schön. So, eigentlich sind solche Kistenstapel doch perfekt. Ach, guck mal dort oben, da kommt man in irgendein Zimmer rein. Das kann auch interessant werden. Ja, guck mal rüber. Nein, nicht springen, kleiner wie ein kleines Känguru. Sondern wir wollen mal rüber gucken. Kommen wir hier wirklich irgendwo rein? Ja, dann kämen wir irgendwo hin. Machen wir später. Wir werden dann von innen feststellen wahrscheinlich, was man da erreichen kann. Alles klar. So, wie sieht's hinten aus? Immer noch keine Wachen, die uns irgendwie erlöschen. Tja, mehr Leid für euch. Ach, dieses... diese Bodenmalerei, die die haben, dieses grobschlächtige Rotes. Ups. Nein, wir wurden entdeckt. Wo kommt denn der Typ auf einmal her? Hallo? Das Rumgeschleiche kannst du dir sparen. Danke, ich dachte schon, der sieht das. Dort oben kam runter. Hier hast du nichts verloren. Ach, okay. Ich renne ja schon weg. Willst du wohl gehen? Ja, ja, bleib mal ganz ruhig. Eben die harte Tour. Hier hast du nichts verloren. Wie kriegt er mit, dass ich hinter seinem Rücken dort reingehe? Das Rumgeschleiche kannst du dir nicht sparen. Zwei sogar. Ach so, es sind immer dieses Doppelpack an Wachen, was er rumläuft. Das hier rumläuft. Okay, jetzt. War doch mal zwei gewesen. Haust du wohl ab? Wie sehen die mich? Genau, du hast dir sieh zu, dass du verschwindest. Lauf! Lauf! Haust du wohl ab? Genau, du hast dir sieh zu, dass also diese Fähigkeit, mich aus so einer Entfernung zu orten, ist schon Wahnsinn. Jetzt reingehen, wahrscheinlich immer noch. Müssen eine Weile warten. Ich glaube, die sind weg. Gut. Schnell gucken. Haben wir jetzt gesehen. Also hier hinten waren noch Geschosse. So, hier ist eine Ratte. Lass ich jetzt einfach mal nicht leben.
Wahrscheinlich sind hier noch zwischen den Kisten noch bestimmt irgendwas. Könnte ich fast vermuten. Was gibt's Schönes hier oben? Sprenggranaten. Auch wieder oben gibt es mehrere Stellen. So verführerisch, was man alles erkunden kann. So, hier wird die andere Seite. Hier sind übrigens die Fenster vergittert, wie ihr seht. Indiz dafür, dass wir definitiv diesen einen Weg irgendwann mal gehen sollten. Das ist die andere Seite von dem Lager und dort drüben ist jetzt auch nichts. Außer Grafikfehler, wie ihr seht, ist dort gerade versucht, Band durchzubrechen. Lustig. Ne, Moment, das ist nicht das andere. Moment. Das ist auch noch was. Oder? Ein Laserblaster. Da sind doch gerade Munitionstruhen, da sehe ich es gerade falsch. Ich sag ja, da sind irgendwie Zeug versteckt noch. Ein Stoff. Der gute alte Sprengstoff wollte ich schon sagen. Nein, es ist nur Brennstoff. So, auch hier. Okay, man findet rein. Sollten schnell klauen, weil hier kann tödlich sein. Der holt uns das gleich. Du hast noch ein paar Sekunden, bevor es hier landet. Ja, aber ich muss erstmal. Greif dich schon an. Grafikfehler. Ist die Wache jetzt feindlich? Hat er gesagt. Wir speichern einfach nur einen neuen Spielstand und zwar Fall müssen wir 96 müssen wir laden. Nehmen wir die 93. So, wir gucken mal nach, was dieser Laserblaster so Schönes kann. Sehen SRC. Den können wir sogar schon nehmen. Schaden 30. Effizienz in engen Räumen. Weitergehen, Zivilist. Ein Suggestor. Ist ihre Waffen aber auch so rumliegen lassen. Ach, so ein Bereich, wo man alles mitnehmen kann. Gut, dass ich immer weiß, was ich mitnehmen darf und was nicht. Solche Fähigkeiten wünsche ich mir auch mal im realen Leben. Das ist echt löblich. So, ich konnte hier gerade irgendwas sehen. Ach, Elektroschrott. Weil hier ist es erlaubt, dass man diesen Schrott mitnimmt und der Insel, wisst ihr noch, ich habe einfach mitgenommen, so ein kleines Metallteil und die gleich also, was wagst du dir? Und ich wurde verprügelt. Okay, da kommen wir in den Turm hoch. Hier unten ist es sehr heimisch. Kleine Ecke. So, hier vorne ist auf jeden Fall ein netter Typ. Du bist wer? Mein Name war Mechaniker. Das ist wahrscheinlich der Hauptmann hier. Ach, Jörg. Bist du nicht derjenige, der die Separatisten gesehen hat? Hilfe schreiben. Ja, genau. Also, was willst du? Und warum ist nicht Kaleb hier, um das zu klären? Nehmen wir nicht mit, weil... Guck gleich einer. Wird da noch irgendwas? Kaleb.
Kaleb ist nicht unser Anführer. Er regelt nur das meiste. Wie dem auch sei. Hey, was machst du hier? Genau! Sieh zu, dass du verschwindest! Hey, was machst du hier? Wann bin ich hier so schlecht in Schleichen geworden, dass die sofort mitkriegen, wo ich bin? Sieh zu, dass du verschwindest! Das verstehe ich nicht. Du hast was? Ich habe Fenk und die anderen Separatisten nicht gesehen, wie sie mit den Alps verhandelt haben. Ich habe nur gesehen, wie Fenk sich mit einem anderen Separatisten unterhalten hat. Ich möchte nicht, dass sie meinetwegen aus der Stadt geschmissen werden. Zur Kenntnis genommen. Aber das wird ein Nachspiel haben. Eine solche Tatsache zu verschweigen bleibt nicht ohne Strafe. Aber darüber reden wir später. Ich habe jetzt zu tun. Wegtreten! Die Kuppelstadt ist unsere letzte Hoffnung. Naja, haben wir doch wenigstens erfüllt. Ein Hilfeschreiben, müssen wir gleich mal lesen. Ich würde gerne die Chance nutzen, wenn da gerade hier ein Rücken zu uns kehrt. Oder wird er wieder hören, dass wir drin sind? So, jetzt geht's mal. Truhe 2-2, was haben wir noch? Verdammt, ich glaube, der kommt schon gleich hoch. Schnell macht das Schloss auf. Ja, schafft. Zu einfach. Ups. Hier gibt's noch einen Weg, der weiterführt. Achso, hier gibt's auch noch einen Weg, der hochführt, oder was? Der zumindest hier in den Untergrund führt. Okay. Keine Ahnung, wie er gerade hier sein. Also, ob er hier so sein dürfen, aber ich bin der Meinung schon. Als Held. Ey, wir gucken erstmal weiter. Wenn wirklich Diebesaktivitäten machen, ist immer besser. Dann ist auf jeden Fall irgendeiner, der gerade bohrt. Was wird denn das? Ist ein Notausgang. Oh, was sind das hier? Epilepti. Oh, das Licht. Auf ein Elixit. Elixit Adern auch. Du bist Mine. Ah, zum Glück haben sie so eine Mine hier. Geh lieber. Ach, auf einmal wird er sauer. Ich gehe ja schon. Bleib du sollst gehen. Ich wiederhole mich nicht gerne. Ich hau ja ab. Du suchst also Streit. Wie sauer die auf einmal werden. Da klaue ich die nur. Glaube ich den nur. So, na gut, egal. Wir wollen mal nachschauen, was wir bekommen haben. Diese Kopfbedeckung ist noch die Mechanikermütze. Ah, das ist wahnsinnig toll. Wir haben eine gefälschte ID-Karte. Genau. Der seltsame Schlüssel. Das hatten wir gekriegt für die Auftrag. Genau, das war alles noch Diebeskill. Das habe ich noch vergessen hier zu machen. Meine Kralle kann ich jetzt auch nutzen. Und was haben wir hier gekriegt? Beim normalen Zeug. Energie kriegt. Warte, gut. Bei den. Achso, wir haben sogar eine Anleitung bekommen. Moment. Was war denn das gewesen? Energiespeicher. Achso. So, wir wollen was lesen. Was machen wir, wenn wir was lesen wollen? Wir legen die richtige Kette an. Nämlich Peer-Wissenschaftler. So. Zettel über Kalan. Kassandra. Kassandra ist älter. Aber sie ist auch kleiner und unscheinbarer als ihr Bruder Kalan. Wer die Vergangenheit gehört, gehört ihm die Zukunft. Wird unser Retter sein, wo sie versagt. Wahnsinnig ausschlussreich. Und ein Hilfeschreiben. Ein kurzer Brief mit Bitte um Hilfe in Abessa. Für die Stadtverwaltung. Wir bitten eure Hilfe. Aus den Höhlen im Gebirge werden wir von Monstern und Mutanten überfallen. Sie verwüsten die Ernte. Wir haben Angst um unser Leben. Die Stadt braucht etwas zu essen und so können wir uns nicht mehr selbst versorgen. Nur Achtung, Hubert. Hubert. Gut, jetzt nichts wahnsinnig Tolles und wir haben auch keine XP gekriegt, aber man kann nie sicher genug sein.
So, Alua oder Alois oder Aluivera. Komm. Ja? Gibt es etwas Dringendes? Wie du dir denken kannst, habe ich alle Hände voll zu tun. Warum soll ich mir das denken können? Diese Stadt regiert sich leider nicht von alleine. Darum entschuldige bitte, wenn ich kurz angebunden bin. Oh, der hat einen schlechten Mensch braucht schließlich Führung, gerade an diesem Ort. Du bist also der Boss hier. Sagen wir der Einfachheit halber, dass ich die Stelle bin, an der alle Fäden zusammenlaufen. Aber vertiefen wir das Thema nicht weiter. Sonst landen wir noch bei der Politik. Und danach steht mir nicht der Sinn. Falls du übrigens von mir etwas erbitten willst, vergiss das. Wir sind gezwungen, mit unseren Rationen zu haushalten. Die Schutzsuchenden durchzufüttern ist eine logistische Herausforderung. Eine Logi, was? Es ist kompliziert. Du was? Sag das doch gleich. Seit wann hast du den Vorsitz über die Koppelstadt? Ich bin nunmehr 8 Jahre im Amt. 8 Jahre. Und einfach war es nicht, das kannst du mir glauben. Eine gewisse Neutralität zu wahren und zusätzlich den Alps die Stirn zu bieten. Bei Kalan, es gibt wahrlich angenehmere Posten, auf die man mich hätte setzen können. Und wenn dich jemand ablösen will? Dann soll er es wollen. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Und ich sage dir auch warum. Das große Konzil von Magalan liegt jetzt schon etliche Zeit hinter uns. Das ändert aber nichts daran, dass die Verträge für mich noch gelten. Es wurde beschlossen, dass wir Kleriker den Vorsitz zugesprochen bekommen. Wir haben uns im Gegenzug verpflichtet, neutral zu urteilen und für die Sicherheit aller einzutreten. Dass wir aktuell mehr Strenge zeigen müssen, gefällt mir auch nicht. Aber anders können wir unsere Verpflichtung nicht erfüllen. Von den ganzen Dieben in dieser Stadt ganz zu schweigen. Was wurde sonst noch im Konzil von Magalan beschlossen? Im Grunde genommen alles, um einen andauernden Frieden zu sichern. Gefangenenaustausch, Sicherung der Landesgrenzen, Rückgabe fremden Eigentums und so weiter und so weiter. Schlecht. Zyniker würden sagen, die Verträge sind das Papier nicht wert, auf dem sie verfasst wurden. Aber solange sich der offizielle Status nicht ändert, halte ich mich an das, was beschlossen wurde. Einzig und allein kleinere Anpassungen erlaube ich mir. Das erfordern einfach die Umstände. Was muss ich über die Kuppelstadt wissen? Das, was ich dir sagen kann, ist auch das Offensichtliche. Wir sind ein Schmelztiegel der Völker. Früher, als man müde vom Krieg war, herrschte Ruhe. Und man konnte in Frieden miteinander leben und handeln. Aber jetzt herrschen nur noch Gier, Wut und Angst. Draußen herrscht Krieg. Und hier drinnen werden dir die Splitter aus der Hand gestohlen, wenn du nicht aufpasst. Die Welt spielt verrückt. Und der Grund dafür ist... Der Grund? Du meinst wohl die Gründe. Vielleicht hilft es dir, wenn ich dir sage, wie die Dinge stehen. Die Berserker leben immer zurückgezogener, seit sie ihre Gesetze erlassen haben. Die Outlaws sind noch unberechenbarer als vorher. Jemand wie dieser Duke hätte nie die Macht an sich reißen dürfen. Und während die Alps ihren eisigen Hauch über die Welt jagen, suchen die abtrünnigen Separatisten bei uns Unterschlupf. Allesamt dunkle Vorzeichen, dass wir erneut einer globalen Katastrophe gegenüberstehen. Und wir stehen mitten im Zentrum. Entmutigend, nicht wahr? Eigentlich nicht. Ist ja auch interessant und herausfordernd. Gibt es etwas, wobei ich dich unterstützen kann? Wenn du helfen willst, dann gibt es da eine Sache, die zügig angegangen werden muss. Dir ist sicher schon aufgefallen, dass die Stimmung hier aufgeheizt ist. Ein Windzug und all das, was wir in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben, bricht in sich zusammen. Das gilt es zu verhindern. Erst kürzlich hat mir einer meiner Leute berichtet, dass die Outlaws eine Waffenlieferung erwarten. Das Letzte, was diese Stadt braucht, sind noch mehr Waffen. Schon gar nicht in den falschen Händen. Ich will, dass die Lieferung abgefangen und an mich übergeben wird. Gibt es hier viele Diebstähle in der Stadt? Hust, hust. Viele ist gar kein Ausdruck. Ich glaube, hier treibt sich eine organisierte Bande herum. Aber sicher bin ich mir da nicht.
Mir wird immer wieder von Diebstählen berichtet. Aber ein Schuldiger wird fast nie gefunden. Ich habe für jeden Hinweis, der zur Ergreifung der Diebe führt, ein stattliches Kopfgeld ausgesetzt. Wenn du also etwas weißt, komm damit zu mir. Ich mache dich zu einem reichen Mann. Wegen... Hast du etwas herab... Wenn du also etwas wa... Nee. Wegen der... Du setzt deine Leute als Spitzel ein? Natürlich. Anders ist es unmöglich, an brauchbare Informationen zu kommen. Solange wir die Übersicht über alle Geschehnisse haben, kann der Status quo erhalten werden. Informiert zu sein ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Gerade bei diesem arbeitsscheuen Gesindel aus der Wüste. Okay, da können wir zwei verraten. Ja. Ich bin der Meinung, die Diebesgilde, die bringt uns doch noch einiges. Das können wir immer noch später machen, um ein paar XP zu kriegen, aber jetzt ist das irgendwie, finde ich, überzogen. So, hier gibt es auch wieder zwei Räumlichkeiten, wo wir reinkämen. Was soll das denn jetzt werden? Oh, Leute. Du hast hier nichts. Genau. Sieh zu, dass du verschwindest. Hier, guckt in diese Richtung. Hör auf, herumzuschleichen. Gibt's hier überhaupt was? Lohnt sich das verbraucht? Neugier kann tödlich sein. Nee. Ach komm, der Raum ist nicht wild. Hau ab, oder ich mach dich kalt. Damit sind jetzt nur noch diese beiden Türmchen von dem Dresser, richtig? Außer hier liegt irgendwas in den oberen Regionen, das ich nicht sehe. Da oben kann aber was sein, Moment. Aber das ist hier ja nur... das Abtrennen. Wir dürfen hier rein? Wir dürfen. Eine Dreier. Benimm dich, klar? Ich glaube, wir dürfen Suchst nicht rein. Du was? Ist eine Dreiertruhe und hier laufen die Typen ständig lang. Wir legen trotzdem mal unser Amulett. Wir gehen mal raus. Was? Wie? Und dann mal gucken. Ob wir es aufkriegen, schnell. Okay, wir müssen die hinteren machen. Und die vorderen. Schnell, schnell. Zu einfach. War zumindest ein paar Energiespeicher. Aber wieder, wir machen eine Dreiertruhe auf, Leute. Wenn ein ganz kleiner Helm ist, erwarte ich in dem großen, keine Ahnung, einen geileren Helm. Irgendwas, aber das sind doch irgendwie solche. Wo ist denn das? Was ist mit dem? Ja. Das ist doch irgendwie schon ein bisschen blöd. Wie seht ihr das? Wenn es so bleibt, hat sich irgendwie dieser Skill nicht gelohnt, außer die Befriedigung, alle Truhen aufmachen zu können. Schön. Zu einfach. Ja, wenn ich jede Energiezelle einzeln klauen muss, ist das irgendwie... Das ist auch Panne. Wir müssen eben die ganze Munition nochmal Arsch wegklauen. Die eindrucksvollen Wehrtürme dienten vor allem der Verteidigung. Überfälle waren zur damaligen Zeit nicht unüblich. Heute ist es kaum vorstellbar, dass man in ständiger Angst vor Angreifern leben musste. Aber in der Burg konnten die Bewohner einer Belagerung trotzen. Audioaufnahmen. Okay. Muss noch welche geben, aber ich weiß nicht, ob die... so, überhaupt zählen für irgendwas hier. Einfach. Kommt die bis zu hoch? Nö. Jetzt mehrere Gänge zur Seite und aus.
Willkommen zu unserer akustischen Tour. Im Museum befinden sich überall Audiorekorder, die Ihnen die Geschichte dieses erhabenen Bauwerks näher bringen. Besucher werden gebeten, diese an ihrem Platz zu belassen. Wir danken Ihnen, Ihr Museumsteam. Oh, eine Kette. Helixbeutel und Wissenschaftler. Das ist genau dasselbe sein, was wir schon einmal haben jetzt, oder? So müssten wir Persönlichkeit anwägen und Wissenschaftler haben wir jetzt zweimal. Als wir jetzt hier oben hat, muss ich ja schleichen können. So. Das ist das, was wir schon gesehen haben. Ups, war gerade ein Fehler. Drüben ist eine Wache. Ja, es ist Zeit ab. Ich hab's schon mitgekriegt. Hier dürfen wir doch klauen. Dass immer so ein Sperr hier macht, ob. Sei es drum. Gottfried! Das ist wohl jetzt. Jetzt muss ich wieder gucken. Der Turm. Der zweite, wo es hier so heimisch war. Ja, gut. Jetzt müssen wir einfach wissen, wo wir sind. Gottfried, was gibt's Neues? Einen Augenblick. Ich muss mich konzentrieren. 43 Grad, östliche Richtung, Entfernung 5 Kilometer. Vielleicht könnte ich die Empfindlichkeit des Empfängers... Nein, obwohl... Soll ich später wiederkommen? Nein, nein, jetzt habe ich den Faden eh schon verloren. Ich muss mich wohl daran gewöhnen, hier am laufenden Band in meiner Arbeit unterbrochen zu werden. Aber wenn wir schon ins Plaudern kommen, hilf mir kurz. Wie viel Grad hatte ich gerade im Kopf? 43 Grad östliche Richtung. Exakt und absolut präzise. Ein gutes Paar Ohren hast du. Hier, dafür, dass du meiner Überlegung wieder auf die Sprünge geholfen hast. Ich nehme an, du bist der Funkmeister. Du bist nicht nur ein guter Zuhörer, du ziehst auch die richtigen Schlüsse. Ja, ich bin in der Tat der hiesige Funkmeister. Meisterlich ist jedoch nichts an dem Posten. Der Gerätezustand ist desolat. Einfacher wäre es, zwei Blechdosen mit einer Schnur zu verbinden. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft wir einen Energie- oder Funkausfall hatten. Aber nun habe ich dir wirklich genug von meiner Zeit gewidmet. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, such Vito auf. Er ist immer interessiert an neuen Gesichtern und ist sicher ein besserer Zuhörer als ich. Groß. Ja, ja. Großartig. Euer Radio kann sich doch gar nicht konzentrieren hier. Kommen wir zur oberen Plattform? Boah. Ja, wartet mal, wenn wir das... ich glaube so nicht. Wenn wir hier hochspringen... ist doch schon... zu schmal, oder? Dann muss klappen. Voll aufgefüllt sind. Ah, diese Kuppel, hält die nicht auch sowas ab? Fragen. Ich muss den Gang dort hinter noch laufen. So. Und wir sind hier.
Und es gibt mal wieder nichts. Aber wir können noch eine Ebene höher. Wisst ihr, was mich gerade sehr verwundert? Wir sind jetzt in einer Stadt, die diese Kleriker verwalten. Und was finden wir nicht? Irgendwas zum Hacken. Also, pack. Nein. Also gerade hier hätte ich jetzt vermutet, dass man eigentlich schon... ja, ein bisschen was in die Richtung findet. Sollen wir denn jemals 100 Mal Hacken schaffen oder sowas? Denn selbst hier, wo die... eigentlich zu... Oh, nein. Boah, dieses Gehappel am Ende. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Schon wieder so ein Turm, wo man nichts findet. Kann nicht sein. Dann eben nicht. Okay, also das ist auf jeden Fall ein extra Raum. Gottfried, hast du was zu sagen dagegen? Das kann ich mich schon normal latschen. Das ist ein Thronraum, oder? Das führt... Moment, das führt hier auf eine... Ach so, ein kleiner Ort. Zum Chillen. Muss dort hinten sein, wo der Diebeseingang ist, ja? Ja. Okay. Also hier gibt es eine Leiter erstmal. Mal höher zu kommen. Mehrere obere Regale. So ein kleriger Ding. Was heißt denn das hier eigentlich? Ach, Infinite Skies ist das. Das ist eine Maschine von Infinite Skies. Vielleicht ist so ein Zwischenteleporter. Ah, okay. So, dieser Raum ist irgendwie sonst witzlos, kann das sein? Hier was? Ich bin eigentlich dort irgendwo auf Pakete oder Dokumente hin, das ist doch total dämlich. Na komm, nimm die Leiter. Sieh. Was wir dann erkunden müssen von der Kuppelstadt, ist eigentlich nur noch der Wehrgang. Wow. Moment, was ist denn das Feines? Schwerte Ankunft. Oh Gott, 40 und 74. Blitzschaden auch. Mit dieser Waffe sind besonders harte, schwere Schläge möglich. Viele hunderte unreine Seelen zu erlischen heute. Viele hundert unreine Seelen wurden mit diesem Schwert bekehrt. Man sagt, dass seine Besitzer nachts die flehenden Rufe seiner Opfer hören. Finde ich aber schön, dass man hier einfach so mal wieder... Was ist mit dem Dorf? Okay. So, und wieder nichts drin. Hätte das Schwert nicht dort drin sein können? Soll ja irgendwie ein Fort... Vorteil haben, wenn man mal sowas öffnen kann. Na gut, mit diesem Blick hier raus... würde ich mich verabschieden und bis zum nächsten Mal. Tschüss.